So, hallo und herzlich willkommen vor den Giersteinen, beziehungsweise eigentlich neben oder in den Giersteinen. Ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder der genaueren Umgebung und kommentiere das jetzt auch noch ein bisschen näher. Aber ich wollte das jetzt einfach mal kurz ein bisschen einsprechen. Leider habe ich meinen Windmikro-Puschel vergessen. Ich hoffe, ich bin trotzdem einigermaßen zu verstehen. Und der Rest des Videos, wenn ich hier mit der Anmoderation fertig bin, ist dann auch kein Video, sondern Standbilder. Und die mache ich im Voice-Over. Das heißt, da ist dann kein Wind zu hören. Also bitte nicht allzu sehr aufregen. So, folgendes. Die Giersteine, die sind grob 1800 und gerade zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden. Und ist ein Steingebilde, was hier auf so einer kleinen Hügelkuppe ungefähr 160 Meter oberhalb von der Murg rumsteht. Jetzt wird der Wind natürlich wieder mehr, ich meine, wenn man anfängt, was zu erzählen. Ja, es handelt sich um Granit. Ne? Es ist der gleiche Granit, der hier auch in der Umgebung geologisch vorkommt. Ist also jetzt keine unglaubliche Seltenheit, dass hier Granitblöcke rumliegen. Ja, wir befinden uns 160 Meter über der Murg, bei Bermersbach übrigens. Natürlich kann man die Teile auch googeln, aber wie gesagt, ich zeige euch gleich Fotos zur Umgebung, damit ihr genau einordnen könnt, wo liegen die. Und das, worum es mir jetzt geht in diesem Video, ist, wenn ihr Lust habt, können wir jetzt alle mal rumspekulieren, was zum Geier hat es mit diesen Steinen auf sich? Wo sind die hergekommen? Hatten die eine Funktion? Wenn ja, welche? Und hat die hier jemand hergeschleppt? Waren es Aliens? Waren es Ägypter? War es das große fliegende Spaghetti-Monster? War es der Teufel? Eine beliebte Theorie, die haben so Rillen obendrauf, zeige ich euch auch gleich, ist, dass der Teufel ursprünglich hier gestanden hat, als die christlichen Missionare den Berg hochgekommen sind, ja. Und da hat er sie gesehen und hat Angst gekriegt und vor lauter Zorn hat er seine Kralle in den Fels geschlagen. Deswegen sind da jetzt noch die Krallenabdrücke sichtbar. Oder das sind Rillen zum Blut ablaufen lassen, als irgendwelche heidnischen Kulte, heidnischen Priester hier irgendwelche Tieropfer oder gar Menschenopfer entsprechend dargebracht haben. Aber man vermutet eher, dass es Tieropfer sind, da diese Rillen auch Furchen haben, die in Form eines Tiers geformt sind und man dann denken könnte, dass dann da das Tier reingelegt hat und die anderen Rillen eben zum Blut ablaufen lassen entsprechend gedacht gewesen sind. Ja, das kann durchaus sein, ja, das ist nicht ausgeschlossen. Belege gibt es aber auch nicht. Aber was ich jetzt wissen möchte, ne, das ist ein Quiz, ja. Ich mache in diesem Video auch keine Auflösung. Ich zeige euch nur alle relevanten Informationen, die ihr eventuell gebrauchen könnt. Also zumindest das Zeug, was ich mir hier suchen würde, um möglicherweise zu überlegen, wo könnten diese Steine hergekommen sein. Ja, das zeige ich euch alles. Und dann gibt es einmal die Umfragefunktion hier irgendwo. Das ist komische I, was da oben irgendwo ist, auf der Seite oder auf der Seite, das weiß ich doch immer nicht. Und bei diesem i gibt es eine Umfragefunktion, da dürft ihr gerne mal abstimmen, was ihr denn glaubt von den Vorgaben, die ich mache, was es denn gewesen sein könnte. Wieso denn bitteschön hier jetzt, ne, diese Dinger rumstehen. Außerdem, das ist ja mir natürlich auch lieb, bevor ihr die Umfrage benutzt, könntet ihr, wenn ihr wollt, auch schon gleich einen Kommentar mit eurer Spekulation, wie die hierher gekommen sind, da lassen. Und ich drehe dann im Anschluss noch ein entsprechendes Video zum Thema, ja, wie sind sie denn wirklich am wahrscheinlichsten? Ich sag euch gleich, 100% sicher wissen tut das niemand. Also das ist das Schöne an diesen Steinen, die sind nach wie vor ein Rätsel und ein Mysterium. Also keiner kann es wirklich mit Sicherheit sagen. Aber also eure Theorie bitte gerne in die Kommentare und alle relevanten Informationen jetzt. Ja, und hier haben wir auch schon den ersten der Giersteine. Das ist der Hauptstein, der hat ja auch so eine schöne Bank dran. So sehen die also primär aus. Es gibt noch ein paar nebendran, die sind deutlich kleiner, die zeige ich euch gleich. Und wir werden jetzt nach und nach so ein paar Details einblenden und dazu gebe ich jeweils noch einen kleinen Kommentar ab, während ihr euch nach Möglichkeit überlegt, was zum Geier soll das, wie kommen die dahin? Und was könnten die vielleicht für eine Funktion gehabt haben, wenn ihr da auch noch spekulieren wollt. Aber eigentlich geht es mehr um die geologische Entstehung, beziehungsweise ist es überhaupt eine geologische Entstehung? Hat die da jemand hingelegt? Ne? Sowas in der Richtung. Also wie gesagt, das ist der Hauptstein. Jetzt gucken wir uns erstmal die nähere Umgebung von auf dem Hauptstein stehend an, damit wir das ein bisschen zuordnen können.
Also hier die Aussicht Richtung Westen. Wir befinden uns auf einem Bergrücken, der in Richtung Tal verläuft und dann eben auch ins Tal deutlich abfällt. Wichtig ist allerdings der Punkt, wo die Giersteine hier stehen, ist ein Hauch höher als das Dorf da hinten. Also der höhere Teil des Dorfes ist dann auch wieder höher, aber es ist so eine quasi eine kleine Senke dazwischen, zwischen den Steinen und dem Dorf und in der näheren Umgebung sind die Steine tatsächlich der höchste Punkt. Das hier ist der Blick nach Süden, das Murgtal entlang. Also da geht das Tal halt eben weiter. Wie gesagt, 160 Meter oberhalb vom Tal befinden sich hier diese Felsen. Und dann gucken wir noch spaßeshalber einmal schnell nach Norden. Da sehen wir nicht viel, aber ich kann euch garantieren, da geht das Murgtal auch eben entsprechend weiter. Und das hier ist weiterhin ein exponierter hoher Punkt. So, das sind die übrigen Steine. Hier deutlich kleiner als die Riesensteine. Es gibt genau zwei große und ansonsten hier die eher kleinen. Die sind etwas abgerundet und stehen da schräg in der Gegend rum. Das ist der Hauptstein. Wichtig ist auf diesem Bild, der hat da so einen Riss in der Mitte und auch oben befindet sich wieder ein Miss. Ein Riss ist in Flechten drauf, das heißt, der liegt da auf jeden Fall schon ein Weilchen. Aber da wäre man auch so drauf gekommen. Unter dem Hauptstein scheint es hier nochmal einen kleinen Stein zu geben. Guckt euch das genau an, denkt drüber nach. So, und hier haben wir jetzt nochmal diverse Risse im Stein. Ich habe wirklich alle Risse fotografiert, damit wir uns die alle schön angucken können. Wo kommen die her? War das ein Meißel? War das was anderes? Ne? Ideen, weitere Risse. Auch hier wieder sehr schön, eigentlich sehr charakteristisch. Eine bestimmte Verwitterungsform von Granit könnte das sein, wenn es nicht Meißelarbeiten gewesen sind. Und das Bild ist jetzt auch nochmal wichtig. Von unten, vom tiefsten Punkt in der Landschaft, auf die Steine geguckt, haben wir im Hintergrund den größten Hauptstein und der Stein im Vordergrund, dieser relativ flache, lange, breite, den sieht man nur, wenn man sich eben an dieser entsprechenden Stelle hinstellt. Und der scheint, zumindest sieht das ein bisschen so aus, das Fundament dieser Steine zu bilden. Ja? Also wenn man sich da genau umguckt, könnte man den Eindruck gewinnen, ein großer Stein liegt unter den anderen Steinen und die liegen auf dem großen Stein, der unter den anderen Steinen liegt, alle oben drauf. Ja? Den Eindruck könnte man gewinnen, das muss ja nicht stimmen, aber ich sage das jetzt einfach mal so. So, weil ich so nett bin, verrate ich euch sogar, dass die Treppe im großen Stein 1910 da reingemeißelt worden ist. Ja, also die ist nicht super, super alt und super historisch und spielt eigentlich für die kultische Verwendung, die die Steine möglicherweise gehabt haben könnten, früher keine Rolle. Ja, also wichtig, Treppe neueren Datums. Trotzdem sind auf dem Stein diese seltsamen Rillen zu finden, also insbesondere im Hauptstein. Der hat diese Rillen, die über die komplette Steinlänge fast nach unten zu führen scheinen und wirklich so ein bisschen so aussehen, als ob der Teufel da irgendwie mit seiner Kralle den Stein gepackt hätte. Also man kann sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Also eine sehr große Kralle, wohlgemerkt. Ja? Diese Rinnen von unten haben wir jetzt gesehen, da denken wir jetzt noch kurz drüber nach und jetzt gucken wir uns den Hauptstein, das ist halt der mit diesen ganzen Rillen und Vertiefungen, mal von oben an. Man kann ja hochsteigen. Hier eine Aufnahme mit Ben und Steinrillen. Es folgt gleich noch eine Großaufnahme von den Steinrillen ohne den Ben, genau. Und hier sieht man diese Mulde in der Mitte. Die soll, das darf ich euch auch schon verraten, als Opferaltar für irgendwelche, ja sagen wir mal, schaf- oder ziegenförmigen Tiere gedient haben. Und eine mögliche Erklärung für diese Rillen ist dann, dass man die angebracht hat, hier kann man es nochmal schön in der Totalen sehen, dass man die angebracht hat, um eben das Blut der Tiere dann den Stein runterlaufen zu lassen, was eventuell irgendwelche kultischen Bedeutungen gehabt haben könnte. Also das ist eine der gängigen Theorien, wofür diese Steine genutzt worden sind. Die steht da auch auf Schildern und die findet man auch relativ schnell im Internet. Deswegen ist die so publik und so bekannt, dass ich die euch gar nicht vorenthalten möchte. Das macht es dann nur noch schwieriger zu interpretieren, wenn man das gar nicht weiß. Ne? Noch kurz was zur Geschichte der Steine, während wir einen schönen Rundumblick starten. So, also. Entdeckt hat man die so grob im 17. Jahrhundert erst wieder. Geologisch gesehen ist es relativ wahrscheinlich, möglicherweise, dass sie schon vorher da waren. Ja, möglicherweise. Interessant ist auch der Name Giersteine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das eben ihr Name ist.
Die stehen als sogenannte Giersteine auf alten Karten, die bis ungefähr 1800 zurückgehen. Danach wird es ein bisschen schwierig. Noch ältere Karten weisen die Umgebung dieser Steine, also das Gewann, wo die drin stehen, nicht als Gier. Gewann oder Giersteine, Umgebung oder sowas aus. Modernere Karten hingegen nennen die Umgebung hier, das sind halt die Giersteine und das ist der Gierberg oder die Umgebung der Giersteine, das komplette Gewann, die Umgebung eben, ist nach diesen Steinen benannt. Versuche irgendwie rauszufinden, was dieses Gier zu bedeuten hat, was dieses Gier heißen soll, sind bisher hoffnungslos, also kein Mensch kann sich genau erklären, was das heißen soll. Mit der Gier im Sinne von haben wollen, an sich raffen, hat es jedenfalls wahrscheinlich nichts zu tun. Und wenn doch, dann wäre das ein komischer Zufall. Der Name gibt also wenig Auskunft darüber, was es mit den Dingern auf sich hat. Ja, und eben dann, seit man sie wiederentdeckt hat, beziehungsweise seit der urkundlichen Erstbeschreibung, wo man eben Dokumente findet, wo sie erwähnt werden, sind sie ein paar Mal untersucht worden. Einmal tatsächlich von einem Geologen und sonst eigentlich immer nur von Hobbyforschern, die da verschiedene Theorien zu geäußert haben. Ja, und was der Geologe so rausgefunden hat, möchte ich natürlich nicht verraten. Das ist ja das, was wir hier rätseln wollen und was wir uns überlegen wollen. Aber vor allen Dingen hat er einige gute Argumente gehabt, woher denn möglicherweise die Kratzer im Hauptstein, also diese ganzen Furchen, kommen könnten. Und ja, das war der Rundumblick. Ja, ich möchte euch zum Schluss auch die Karte nicht vorenthalten. Also das Markierungsobjekt markiert die Giersteine. Das ist eine Open Topo Map. Die darf man also ohne Repressalien befürchten zu müssen verwenden. Ihr seht rechts den Fluss, das ist die Murg. Das ist eben der dazugehörige Fluss zum Murgtal. Und am Rande des Murgtals befinden sich eben auf diesem etwas erhöhten Bergrücken, was man auch schön am Verlauf der Höhenlinien erkennen kann. Also wenn man eine Karte liest, müsst ihr auch selber wissen, wenn ihr mitraten wollt, ne, da befinden sich die Giersteine. Mehr möchte ich da gar nicht mehr zu sagen. Aber guckt euch das Gelände an, denkt euch euren Teil und spekuliert gerne, wie zum Geier sind die da hingekommen, was kann das gewesen sein. Und das ist also das große Rätsel um die Giersteine. Das Spannende ist halt wirklich, dass man nach wie vor nicht hundertprozentig mit Sicherheit sagen kann, wo zum Geier kommen die her und was ist die exakte Entstehungsgeschichte. Aber in der Auflösung kauen wir dann mal die möglichen Lösungen durch. Und vielleicht habt ihr ja sogar eine Idee, die so toll ist, dass sie besser ist als die bisherigen bekannten möglichen Lösungen. Das werden wir dann ja sehen. Also, bis zur Auflösung, das ist dann der zweite Teil dieses Videos.